Die Fallout-Reihe zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten RPG-Spielen überhaupt. Passend zum 25. Geburtstag der Spielereihe veröffentlichten die Verantwortlichen ein erstes Bild zur kommenden Realserie, die seit längerem in Arbeit ist. Auf dem Bild sieht man drei Personen mit Wall 33 Overalls sowie die hell erleuchtete Öffnung des Walls, die in die gefährliche Welt außerhalb des geschützten Bunkers führt. Man kann also davon ausgehen, einerseits das isolierte und von Strahlung geschützte Leben im Wall zu sehen und andererseits auch die durch einen Atomkrieg zerstörte Welt außerhalb. Das würde auch mit den bisherigen Berichten übereinstimmen. Inhaltlich dreht sich die Geschichte der meisten Fallout-Ableger um eine Person, die meist in einem der zahlreichen Walls aufgewachsen ist oder zumindest eine längere Zeit dort verbracht hat und später auf die durch den nuklearen Fallout mutierte Pflanzen- und Tierwelt trifft. Dabei geht es auch innerhalb der Walls nicht immer harmonisch zu. So ist man nicht nur mit vielen fremden Menschen an einem Ort zusammengedrängt, sondern muss teilweise auch noch geheimnisvolle Experimente über sich ergehen lassen. Der letzte Spieleableger ist Fallout 6. Ein Online-Spiel der Entwickler Bethesda und Obsidian, das jedoch trotz großer Ambitionen nie richtig gut ankam. Viele Fans trauern immer noch dem 2010 erschienenen Fallout New Vegas nach, das als eines der besten Spiele überhaupt im Rollenspielgenre gilt. Ob die Amazon-Serie die Atmosphäre der Fallout-Reihe auch in eine Serie übertragen kann, ist fraglich. Wir sind aber gespannt, was die Verantwortlichen daraus machen. Ein Starttermin ist leider noch nicht bekannt.